Bleibt dran, Geweihter. Noch eine Barriere. Schatzal kann sie zerschmettern. Dunkle Monde. Diese ist ja noch stärker als die draußen. Mondhöhe sollte eigentlich das Herz des Mondlichts in Schniedermark sein. Stattdessen sind wir umgeben von Dunkelheit. Tarn und die dunkle Mähne wagen es, Tempelboden zu betreten. Blasphemien gegen den Tanz der zwei Monde. Und Verderbnis erklimmt die Mauern von Mondhöhes innerer Kammer. Die Überreste der dunklen Mähne haben die Altäre von Masser und Sekunda beschädigt. Sie kriechen zwischen den Steinen hervor und recken sich nach jedem Lichtstrahl, um sich an ihm festzuklammern. Die Finsternis der Dromatra breitet sich langsam von ihrem Heim jenseits aller Grenzen aus, um alles auszulöschen, was sie berührt. Ah ja, jeder der drei Altäre ist eigentlich an eine der Mondphasen angepasst. Ihr müsst einfach das Licht neu bündeln. Schleudert die Dunkelheit zurück und fordert Stolz. Das sollte euch erlauben, die Tür zu passieren. In den alten Zeiten sangen die Inschriften und Verzierungen an den Wänden vom Tanz. Kostbare Steine in reich verzierten Plaketten sprachen zu Masser und Sekunda. Der Zahn der Zeit zeigte diesen Verzierungen wenig Gnade. Aber dennoch könnten sie noch zu euch sprechen. Die Altäre sind ausgerichtet, die Dunkelheit vertrieben. Zerstört die Barriere, Schatzar. Lasst uns das erledigen. Direkt hinter dir, Schwester. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Er sollte eigentlich hier drinnen sein. Jetzt gehört ihr mir, Champions! Halli, pass auf! Was? Zusammen werden wir. Nein.
Verdammt seid ihr, erste Mähne! Geh weiter. Ich sehe, wie sich das Licht des Tanzes in euren Augen spiegelt. Jone und Jode lächeln auf euch herab. In dieser schweren Stunde sind sie bei euch. Ihr müsst euch entscheiden. Euch begleiten zwei Lichtfünkchen in der Dunkelheit. Kali und Shaza sind wahrlich die Mond-Champions. Eine wird weiterziehen, um so hell zu erstrahlen wie Jone und Jode. Die andere wird sich hier in der Verderbnis unter Mondhöhe winden, verkümmern und verrotten. Ihr seid der Mondgeweihte. Es ist eure Bestimmung, diese Entscheidung zu fällen. Eine wird mit euch gehen und auf dem Pfad der zwei Monde wandeln. Sie wird die nächste Mähne werden. Die andere wird die dunkle Mähne hier festhalten und auf ewig in der Finsternis bleiben. Rittar wird euch sagen, was er kann. Aber wisst, dass die Entscheidung bei euch liegt. Ihr müsst mit eurem Herzen, eurem Verstand und eurer Seele wählen. Ihr sprecht es so aus, wie es ist. Sie wird hier bleiben, als Gefangene in der Finsternis. Nur durch die Stärke in ihrem Herzen und die Weisheit in ihrem Geist kann das Übel, das die dunkle Mähne ist, weggesperrt bleiben. Ihr habt es doch selbst gesehen, Mondgeweihter. Die Zerstörung, bei der feste Grimm wacht? Solcherlei Dinge werden möglich, wenn eine dunkle Mähne die volle Kontrolle über ihren Wirt gewinnt. Wenn der Wirt und die Dunkelheit eins sind, dann wird die Dunkelheit wahrlich schreckenerregend. Die dunkle Mähne ist eine Kreatur der Dunkelheit. Ein Wesen von jenseits der Sterne. Der einzige Weg, sie wirklich vollständig zu vernichten, besteht darin, sich an einem dieser Orte jenseits aller Grenzen zu stellen. Doch hier und jetzt kann nur einer der Champions sie aufhalten. Macht die Welt sicher vor diesem Übel. Nein, Geweihter. Dies muss allein eure Entscheidung sein. Sprecht mit den Champions, wenn ihr denn müsst. Hört euch an, was sie zu sagen haben, ehe ihr einen Entschluss fasst. Doch ihr müsst diese Entscheidung ganz allein treffen. Geweihter, Kali ist nicht auf das vorbereitet, was hier erforderlich ist. Wählt mich, um die dunkle Mähne gefangen zu halten. Auf jeden Fall. Kali würde eine viel bessere Mähne abgeben. Ihre Stärke und ihre Entschlossenheit würden ihr gut dienen. Shazah kennt sich bestens mit der Dunkelheit der Dromatra aus. Sie weiß, was zu tun ist. Ich kann das schaffen. Es ist meine Pflicht. Nehmt Kali und verlasst diesen Ort. Geh weiter. Sie sollte die nächste Mähne werden. Ich bin nur eine einfache Gelehrte, die an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Zeit geboren wurde. Ich verdiene es nicht, die Mähne zu werden. Geh weiter. Shazah kann diese Dunkelheit nicht zurückhalten. Ihr fehlt die Kraft. Wählt mich, diese Last zu tragen. Ja, geh weiter. Shazah ist brillant und talentiert. Aber ich glaube nicht, dass sie die körperlichen Strapazen erdulden kann, diese Dunkelheit nicht aus ihr hervorbrechen zu lassen. Ich habe die Stärke und den Willen, diese Bürde auf mich zu nehmen. Ja, Shazah ist viel besser geeignet, unser Volk anzuführen. Sie hat so lange und so fleißig dafür gelernt. Sie weiß mehr über die hellen Monde und kann viel besser mit den Leuten umgehen. Sie sollte führen und ich sollte bleiben. Schwester, denk bitte noch einmal darüber nach. Es muss so sein. Schwester, wein nicht um mich. Diese Kreatur ist jetzt eingeschlossen. Geh fort von hier, Schwester.
Warum? Verdammt diesen Javad Tarn ins Reich des Vergessens. Ich werde sie nicht so leiden lassen, Geweihte. Niemals. Wir beide werden gemeinsam auf dem Pfad wandeln. Wir werden Tarn vernichten. Und danach kehre ich mit den mächtigsten Gelehrten in ganz Tamriel zurück. Zusammen werden wir meine Schwester von dieser Qual erlösen.